Willkommen zurück hier bei Salon Dark mit der nicht, also nicht mit der Aurora, die ich euch versprochen habe, leider, weil ich muss leider sagen, ich warte in-game seit, passt auf, ich habe mir eine Strichliste gemacht, sieht man das? Sieht man gut, ne? Sieht man diese Schild, man sieht es überhaupt nicht, ne? Da, jetzt seht das. 15 Tage, das ist ein halber Monat in-game. Und ich muss langsam sagen, ich bin sehr verzweifelt. Ich habe sogar gerade noch ein kleines Video aufgenommen, das wollte ich eigentlich hinter den letzten Part packen, wo ich sage, so passt auf, ich habe jetzt so lange gewartet und echt zeitlich geht nicht und überhaupt und irgendwie ist es voll Kacke. Weil das frustriert ungemein, nicht hier weiterzukommen. So, jetzt habe ich das Spiel ausgemacht und weiß man, dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Und habe mir nochmal einen Kaffee gemacht und dachte mir, mein Gott, Annika, es ist eine super beschissene Situation. Und eigentlich bin ich auch, nicht nur, dass ich nicht zufriedengestellt bin, aufgrund dessen, dass, ihr seht auch, wir haben hier fast gar nichts mehr auch zu essen, ne? Ja, nicht nur, dass ich mit der Situation unzufrieden bin, dass keine Aurora kommt. Ich bin auch tatsächlich damit sehr, sehr unzufrieden. Hallo? Dass ich nicht so viele Parts aufgenommen habe. Also ich hätte es ja geschafft, wenn The Long Dark sozusagen mitgemacht hätte. Das tut es aber leider nicht. Und ja, wie gesagt, und jetzt gerade, so, wo ich mir den Kaffee gemacht habe und alles, dachte ich mir, vielleicht. Na, an sich war ja der Knackpunkt gewesen, dass während der Karl-Quest. Ich versuche gerade zu gucken, ob wir besseres Wetter bekommen. Dass während der Karl-Quest ja das Wetter so. Also, das Wetter ist so geskriptet, dass es unmöglich ist, eine Aurora zu bekommen. Und jetzt dachte ich mir, naja, jetzt haben wir ja wieder gutes Wetter. Auf, ich so was Spiel. Gerade nervst du mich ein bisschen an, ne? Vielleicht denkt das Spiel, ne? Vielleicht ist jetzt ja wieder gutes Wetter. Das ist ja auch sichtbar, ne? Ich habe ja auch, muss ich auch sagen, in den 15 Tagen waren die Hälfte davon klare Nächte. Es hätte keinen besseren Punkt oder Zeitpunkt geben können, um sozusagen eine Aurora zu bekommen. Aber jetzt ist da wieder ein Reh. Das ist aber ganz gut so, dass das Reh da ist. Das kann von mir aus auch erstmal. Ich überlege, ob ich mir jetzt noch das hier brate, weil. Dann können wir das. Warte mal, ich mache mir jetzt noch mal kurz ein Feuer. Einfach nur um 36 Kilo. Ja, mach ich. Dann dachte ich mir aber, für uns ist vielleicht das Wetter gut, aber vielleicht ist das Spiel noch in der Quest drinne. Aber wer sagt mir denn, dass wenn ich jetzt das Ohr Jeremiah gebe, dass dann nicht das Spiel vorbei ist. Wisst ihr, was ich das meine? Dass halt was gescriptet kommt und dann sagt die Episode, oh, okay, so, fertig. Keine Ahnung, ich weiß es doch nicht. Das ist halt das Blöde. Ich meine, ich fände es auch ein bisschen komisch, wenn das wirklich der Grund wäre. Wenn mir jetzt hier jemand sagen würde, Annika, nein, halt durch, die Aurora kommt, dann würde ich das machen. Aber ich weiß es halt nicht. Das Spiel ist so krubbelig, ne? In anderen Spielen weiß ich nicht, da habe ich Quests offen über Quests und mache nebenbei noch andere Quests und rette die Welt und baue irgendwas auf und was weiß der Teufel was und das funktioniert. Aber wir haben ja schon mitbekommen, bei so Long Dark, wenn sich da manchmal Quests überkreuzen, dann spielt das Spiel verrückt oder irgendwas haut nicht mehr hin. Und. Oh, ich krieg gerade die Macke hier, ne? Und ich will mir auch nicht die Laune versauen dadurch, ne? Also, was ich jetzt machen werde, ist. Ich mache mir jetzt schnell noch das Fleisch, was da liegt. Und gehe zu Jeremiah und gebe ihm das Ohr von Karl. Und dann werde ich schauen, was passiert. Sollte passieren, dass das Spiel zu Ende ist, also dass der Story-Mode sozusagen zu Ende ist, weil ich ja ne, die Quest geschafft habe, dann ist das so, dann kann ich das leider nicht ändern. Und dann ärgere ich mich zu Tode. Aber dann ist es erstmal so. Sollte aber der Fall eher der sein, dass wir sozusagen dass vielleicht Jeremiah
noch irgendwas hat, irgendein finales Ding, dann wäre das ja gar nicht mal so schlecht, ne? Dann würde ich danach es nochmal versuchen, tatsächlich. Muss denn jetzt ein Sturm aufkommen? Ist das denn jetzt die Möglichkeit, dass jetzt ein Sturm aufkommen muss? Oh Gott, Ich meine, das Reh spawnt tatsächlich immer wohl jetzt zwischendurch. Das dauert wirklich eine ganze Weile, dass das spawnt, aber es spawnt. Gut zu wissen, ne? Oh, das ist wirklich, das ist so schrecklich, ne? Ich kann doch niemals bei dem Wetter los. Ja, das ist jetzt die einzige Möglichkeit, die ich jetzt gerade noch sehe. Weil ich war jetzt gerade wirklich überhaupt nicht zufrieden damit, dass ich... Ich habe übrigens was rausgefunden, dass sobald man sehr am Hungern ist, kriegt man über diesem Auge unten wie so einen roten Balken. Was ist denn das jetzt eigentlich gerade für ein Wetter, ha? Ja, kriegt man wie so einen roten Balken. Und das zeigt einem wohl an, dass man... Also ich habe noch nicht so recht rausgefunden. Entweder, ich dachte erst so, hey, gibt es vielleicht doch einen Lagerkoller? Aber ich glaube, das zeigt irgendwie woanders, dass man nicht mehr gut schlafen kann, weil man so hungert. Das finde ich ganz interessant. Ja, das habe ich rausgekriegt in 15 Tagen Ingame Long Dark. Ich lache, aber ich lache schon lange nicht mehr heute. nee, die Aura. Also... Oh, das Wetter ist besser. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, was ich falsch mache. Wirklich nicht. Ich gebe mir allerdingliche Mühe. Und die Zeichen standen wirklich so gut. Ich laufe jetzt einfach los, ne? Tschüss, Schneehütte. Wenn du kaputt gehst, dann tust du das. Und ich wollte gerade... Und na, eigentlich ging mir auch gerade das Essen aus. Jetzt ist das Reh wieder da. Das ist gut zu wissen. Ich bin sogar zu dem Reh da unten hingegangen und habe dem... noch zwei Stücke Fleisch aus dem Leib geschnitten, sozusagen. Ja, ich war so unzufrieden damit, dass ich nicht die Partanzahl bekomme, die ich wollte, obwohl ich könnte. Nur weil das Spiel sozusagen sagt, nö, vergiss es so. Kriegst du nicht. Rieche ich weniger, wenn ich mal ein Stück Fleisch esse? Ich weiß es nicht. Es ist wirklich super, super kacke. Also wirklich alle da draußen, die mir zuschauen oder... Ja. Und überhaupt auch die mir nicht zuschauen. Gratulation, wenn ihr unbeschreibliches Glück hatte bei der Quest und die irgendwie gemacht habt. In einem richtigen Zeitpunkt gemacht habt. Dann einfach nur Hut ab, Gratulation. Ich habe leider nicht so viel Glück. Ich muss sagen, es ist ganz seltsam für mich, auch so alleine so Long Dark zu spielen. Das war jetzt mindestens, das war länger als eine halbe Stunde, was ich jetzt hier alleine saß. Und es ist ja auch so bräsig, ne? Es ist halt irgendwie nichts dabei und ich traue mich auch nicht so viel andere Sachen zu machen. Aufgrund dessen, dass ich denke so, ja, aber dann passiert vielleicht was und dann seid ihr nicht mit dabei. Das ist ja auch blöd. Und das so alleine zu spielen, ist wirklich super merkwürdig. Da hat man sich wirklich sehr dran gewöhnt. Ach Gott. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Weil ich wüsste jetzt halt noch nicht, außer halt, ja, das Einzige, was, also meine Hoffnung besteht jetzt daran, dass dieses Ohr abgeben nicht das Finale in dem Sinne ist, sondern wir wollen ja eigentlich weg, ne? Wir wollen ja eigentlich Astrid finden. Das Ding ist auch, dass wir noch so unglaublich, jetzt haben wir auch die heute noch, also irgendwie, es ist alles völlig durch. Wir haben auch so viel Zeug eigentlich noch im Camp Office. Das ist ja auch noch so eine Sache. Naja, muss ich mal schauen, ja.
dass Ole Jeremiah sagt, pass auf, du musst durch den Staudamm, ich habe den Schlüssel oder weiß ich nicht. Oder er verrät uns halt das Geheimnis, wie man durch den Staudamm kommt und dann gehen wir halt da durch irgendwie. Dass das dann der Abschluss ist. Und dann vielleicht eher die Chance besteht auf eine Aurora. Das ist so nervig, ne? Das ist auch so... Mir ist es tatsächlich nicht mal dolle um die Zeit schade, die ich da reingesteckt habe mit euch zusammen und jetzt noch ein bisschen alleine. Mir ist es tatsächlich eher schade um die Ressourcen. Um das Holz, um das Rehfleisch, um das ganze Zeug. Das ist super ärgerlich. Sehr, 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 sehr ärgerlich. Wirklich. Aber, ja. Ich versuche mich jetzt mal nicht weiter aufzuregen oder irgendwas zu sagen, dass... Ah. Also ich würde es, wenn es so sein sollte, würde ich es albern finden, wenn man das nicht so kreuzen kann, so... Dass das jetzt nur daran liegt, dass kein Aurora kommt, weil... für das Spiel sozusagen noch die Karl-Quest aktiv ist, nur weil ich dieses scheiß Ohr nicht abgegeben habe. Das Wetter ist ja vollkommen okay. Das Wetter wird, nachdem wir das Ohr abgegeben haben, ja nicht anders sein. Wenn das so ist, sollten sie das unbedingt patchen oder ändern. Weil wenn man, gerade wenn man ein Spieler ist, der Spiele spielt, die viel mit Questen zu tun hat, man kreuzt ganz schlimm. Natürlich kreuzt man die Quest, weil manchmal geht's nicht. Aber vielen Spielen geht das super klasse. Also da passiert höchstens mal, dass man dadurch, dass man eine andere Quest gemacht hat, die andere sozusagen verliert oder die kaputt geht dadurch oder irgendwas. War beim Witcher so. Dass da manchmal Quests gescheitert sind dadurch. Das ist ganz angenehm bei Bethesda-Spielen. Da kann ich hier scheitern, da ändert sich manchmal einfach nur die Quest von der Art her, das ganz cool macht. Ah ja. Weiß nicht, haben sie vielleicht nicht so weit gedacht? Weil ich glaube nicht, dass ich die Einzige bin, die versucht hat, nachdem sie die Karl-Quest angenommen hat, die Aurora zu bekommen. Wenn man sich dann noch denkt, so, oh Gott, jetzt schnell noch Jeremiahs Vertrauen und so, bevor hier alles sozusagen fertig ist oder so. Klar. Das ist gar nicht mal so unlogisch. Hm. Manometer. Aber nun gut, ich glaube, mir geht es dann schon allein deswegen gut oder besser, dass ich weiß, dass bis Sonntag Parts da sind. Und nichts mittendrin ausfällt. So, Jeremiah, jetzt musst du mir jetzt aber hier auch, ne, und so. Jetzt musst du hier mal das Spiel mitspielen, bitte. Meine Güte. 15 Tage, wirklich. Das ist schon nicht wenig. 15 Tage ist nicht wenig. Wenn die 15 Tage nur daraus bestehen, dass man schläft, isst, trinkt, nebenbei sich Wasser macht. Und nur darauf achten muss, dass man nicht verhungert oder verdurstet. Oder zu viel Zustand verliert.
Steinspur, die wird immer seltsamer. Spawnen die Steine irgendwie nach und deswegen sieht das so komisch aus, oder? Freut er sich jetzt eigentlich einen Ast ab, dass wir den Bär getötet haben? An sich fühlte oder hörte sich ja so an, als ob der den Bär seit 10 Jahren oder so jagt. So. Oh, ich würde mich jetzt so ärgern, wenn das jetzt, wenn es das jetzt war, sozusagen. Das würde mich so ärgern. Ah, da hoppen die Hasen. Ich glaube, wir hatten nur ein einziges Mal die Aurora gehabt nach der geskripteten in der Hütte da. Es war nur einmal im Lagerbüro. Das ist ja eine halbe Ewigkeit. Diese Kiste hier, die kann ich bestimmt immer noch nicht benutzen, ne? Ich würde dir das... Guck mal, der lässt das alles vergammeln, der Mann. Was ist nun mit ihm? So, jetzt, ich lege mal die Waffe lieber weg. Gehe jetzt hier rein. Und gebe ihm das Ohr. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ich bin sehr gespannt. There. You damn bear ear. Now can I get the hell out of here? I wasn't sure you had it in you, Mackenzie. I'm impressed. I'm really impressed. Shit. The old bear gone. Finally. Actually gonna miss that guy. Well, maybe you can visit him and talk about it sometime. Meanwhile, I've done everything you've asked. It's time for you to do something for me. Help me get out of here. All right, pilot. You've earned it. Here's the thing. The old Carter Dam, it's a mess. Multiple quakes have left it pretty unstable. Nobody really goes in there anymore. Upper floors aren't too bad, but it gets hairy deeper in. If you can navigate through the guts of it, you'll find yourself on the other side of Carter River. Follow the river, and you'll find your way to a place called Pleasant Valley. Big Mother Weather service shortwave at a place called Signal Hill. Should be powerful enough to reach Perseverance Mills. If your friend isn't there, at least you can get a message out. No guarantee the Aurora will power the radio, but it's your best shot. And if it doesn't, at least you'll be on the right track. Follow the road north, and you'll start seeing signs leading the way to Perseverance Mills. It'll take you days to get there on foot. But at least now you have a fighting chance. Okay, got it. Through the dam, follow the river, find the radio tower. After this bear business, this sounds easy. Why didn't you just tell me this in the first place? First, I had to be sure you'd make it. Make it where? I need you to do something for me. Get a message to someone. It's important. More important than you know. I don't get it. You don't have to get it, Mackenzie. You just have to do it. Listen carefully. An old friend of mine lives alone in a cabin in the hills near Perseverance. Goes by the name Atwood. People in town will know how to find them. You need to get them this message as soon as possible. Do you understand, Mackenzie? It's important. It might be the most important thing. Okay. I already told you that I don't get it, but I'll take the message. What is it? Wintermute. What's Wintermute? Was? That's the message. You want me to find this Atwood person and tell them a single word? Yes. It's important. Don't you get it? Oh, damn it. To hell with it. I'll do it myself. You know. Are you okay, Jeremiah? You don't sound so good. You have to take that message, Mackenzie. Promise me. Okay, okay. Take it easy. I promise.
I'll deliver your message. Be careful. I didn't keep you alive this long to see you die from making dumb mistakes. You still have a long way to go. But first, the dam. The keypad to the control room. It won't work without power. You'll need to get in there when the Aurora is in the sky. Nee, kommt, ich hör auf. Whatever you do, once you get inside Carter, you need to get out before daylight. Otherwise, you may get stuck in there for good. The code is... Jeremiah? The code is... 7-6-1-1. Got it. Are you gonna be okay? I can come back for you if I find better meds. No. No, I'll be okay. A couple of weeks of going nuts in here and I'll be good as new. Then again, if you have any of that morphine left. Right. Get on out of here, Mackenzie. Like you keep saying, your friend may be out there waiting. Hope she has more sense than you. Who said anything about a she? Dein Ehering. Wedding ring. Hm. And that look in your eye when you talk about her. Take care of yourself, Jeremiah. You too, Mackenzie. What hat Will damit? Remember Wintermute. Maybe I'll see you again someday. Vielleicht, Jeremiah. Good luck, Pilot. Going to need it. And now I have my own path to tread. Der wäre? Was? Hass und Hunger? Errungenschaft? Was war das denn jetzt? Will könnte ein Pferd essen. Was zur Hölle? Hä? Kapitel 5, neue Hoffnung. Was hat der denn da angemacht? Der hat ja doch einen Generator. Und er will seinen eigenen Weg gehen. Wohin? Dann kann ich... Was war das denn jetzt? Und was zur Hölle? Ich kann doch jetzt... Okay, aber... Hier ist die Klappe. Was hat er denn angemacht? Was war das denn? Und willst du mir jetzt wirklich sagen, wir müssen im Damm auf das Leuchten warten? Das ist jetzt nicht euer... Warum denn? Das Leuchten kommt doch gar nicht. Das kommt doch nicht mal für den Bunker. Warum soll es denn für den Damm kommen? Jeremiah beschreibt dir den Weg, der ich aus Rätselsee hinaus zu einem leistungsstarken Funksender führt, mit dem du vielleicht Kontakt mit Ausdauermühle aufnehmen kannst. Das ist der bisher beste Hinweis auf deine Suche nach Astrid. Gehen wir eigentlich jetzt noch? In der kompletten Episode? Durchs Pleasant Valley bestimmt nicht, oder? Ich kann mir vorstellen, dass wir in der dritten Astrid spielen und in der vierten wieder Will. Und er hat doch extra gesagt, dass wir während des Leuchtens unbedingt noch aus dem Damm raus müssen. Können wir ihm irgendwas fragen? Unterschlupf. Alte Briefe. Ja, das haben wir alles. Ja, das hatten wir ja schon alles. Was hat er hier angestellt? Seinen eigenen Weg? Er meinte, ne, er hat hier keinen Generator und nichts. Er ist völlig abgeschottet. Man hat sie mir auch total geglaubt, aber er hatte doch hier irgendwas. Ich bin verwirrt. Ist er der Herr hier übers Leuchten oder wie? Kann er das Leuchten an- und aufstellen? Also sonst hätte er uns doch nicht so sehr gedrängt, Ich klaue ihm gleich seine Dosen weg hier, ne? Hätte uns er doch nicht gar nicht so gedrängt, dass wir unbedingt dann aus dem Damm raus müssen, solange das Leuchten ist, sonst sind wir eingesperrt. Ne? Das ist ja auch sehr witzig. Okay, also
An sich müssen wir jetzt hier zum Damm. An sich brauchen wir auch für das Damm das Leuchten. Das ist schrecklich, ne? Das ist super schrecklich. Oh Gott. Oh Gott, das ist ja absolute Katastrophe irgendwie gefühlt gerade. Aber wir sind weiter. Wir haben hier, also diese Klappe. Wir werden bestimmt noch das Geheimnis irgendwie kommen. Irgendwie. Gut, dann würde ich sagen, ich mache mir mal einen Kopf wegen den nächsten Parts. Also, dass wir in den Damm dann gehen, ist klar. Aber was wir halt mit diesen alten Briefen und mit dem Bunker machen, darüber werde ich mir dann noch einen Kopf machen. Aber erstmal, was das für heute? Oh Gott, was ist das für eine Odyssee wirklich? Wow. Ja, war schon interessant. Das nimmt hier seltsame Wendung, die ganze Sache. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Und dann schauen wir mal, was wir da so Feines anstellen mit ganz viel Licht. Bis dann. Tschüss. This is me against the world.